Wenn Sie mich fragen, was ich von Herrenabenden halte. Von Vita Benkow. Selbstverständlich muss es Herrenabende geben. An zwei Abenden in der Woche soll der Mann seine vollkommene Freiheit haben. Umso besser geht er die übrigen 5 Tage an der Leine. Diese Leine, das ist sehr wichtig, immer ganz, ganz locker lassen. Er darf sie nie spüren. Im Gefahrenmoment allerdings ein kurzer Ruck mit dem zärtlichen Ruf, bitte schön brav bei Frauchen bleiben. Überhaupt, niemals etwas verbieten. Höchstens mal um etwas bitten und immer schön liebes kleines Frauchen sein. Recht hilflos und aufgeschmissen ohne ihn. Meine Damen, wenn Sie Ihren Mann behalten wollen, vor allem eins, nie etwas besser wissen. Natürlich wissen wir es meistens besser, denn hapert es auch manchmal mit dem Verstand bei uns, so haben wir doch viel mehr Instinkt. Schlucken Sie Ihre perfekte Antwort herunter, schauen Sie liebevoll zu ihm auf, auch wenn er 10 Zentimeter kleiner ist als Sie. Und geben Sie ihm immer wieder das Gefühl, du sollst mein Herr sein. Ohne Mogeln geht es nicht. Aber, wie anfangs schon betont, die Leine ganz, ganz locker lassen. Und darum, liebe Schwestern, lassen Sie den Männern das Vergnügen des Herrenabends, auch wenn Sie der Meinung sind, dass es ein zweifelhaftes Vergnügen ist. In diesem Sinne grüßt Sie Ihre Vita Benkow. In unserer Fortsetzungsreihe Probleme, die uns bewegen, bringen wir heute ein interessantes Kapitel aus dem Buch Warum Angst vor Liebe, das eines der interessantesten seiner Art darstellt. Warum Angst vor Liebe von Dr. Elsen. Rauschgifte. Es gibt eine Reihe von Mitteln, die nicht nur einen Rausch der Sinne herbeiführen, sondern auch den Geschlechtstrieb stimulieren und daher als Aphrodisiaka bewusst angewandt werden. Wenn wir darauf in einem besonderen Abschnitt zu sprechen kommen, so leitet uns dabei der Gedanke, jedem von dem Genuss dieser künstlichen Erregungsmittel abzuraten, da die Folgen außerordentlich schädlich sind. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Äther, Alkohol in all seinen Formen, Betel, Haschisch, Kokain, Morphium, Opium, Kaffee und Tee.
Über den Alkohol brauchen wir keine besonderen Worte zu verlieren. Wir wissen alle, dass sein Genuss allgemein anregt, vor allem Hemmungen beseitigt und sich daher in geringer Dosis in manchen Fällen, zum Beispiel Potenzangst, nützlich zeigen kann. Im Unmaß genossen setzt er die Potenz herab und führt schließlich zur Impotenz. Eine ähnliche Rolle spielt der Äther, jedoch soll seine Wirkung in noch größerer sexueller Erregung bestehen. Der Genuss von Äther ist sehr gesundheitsschädlich und es ist nur zu begrüßen, dass er wenig verbreitet ist. In China und davon ausgehend auch in verschiedenen Hafenstädten der alten und neuen Welt ist der Opiumgenuss sehr verbreitet. Diese Droge scheint dort die Grundlage aller sexuellen Exzesse zu sein. Es wird betont, dass das Opiumrauchen im ersten Stadium sehr anregend wirkt und beim Manne zu raschen und langen Erektionen führt, jedoch dabei die Ejakulation verzögert. Nach längerem Genuss bewirkt es das Gegenteil und ständige Opiumraucher werden gewöhnlich impotent, wie wir das auch bei habituellem Alkohol- und Tabakgenuss feststellen müssen. Besonders angenehm scheinen für die Raucher die wollüstigen Träume zu sein, die mit dem Rauchen verbunden sind und die Erinnerung an längst vergessene erotische Erlebnisse wieder wach werden lassen. Da der Opiumgenuss in China sehr verbreitet ist, ist er wahrscheinlich zum Teil mit dafür verantwortlich zu machen, dass dieses Land als Großmacht politisch nicht entfernt die Rolle spielt, die es spielen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob die neueste Entwicklung die Wendung zum Guten herbeiführt, die angestrebt wird, die soziale Neuordnung und die Beseitigung von Missständen auf allen Gebieten des Lebens. Dem Betel wird eine ähnliche Wirkung nachgesagt wie dem Opium. Er soll die Fähigkeit verleihen, sehr häufig am Tage Geschlechtsverkehr auszuüben. Das Betelblatt wird gekaut und aus Beobachtungen wissen wir, dass die Sitte in Indien, Indonesien und Westmelanesien außerordentlich weit verbreitet ist. Er färbt Lippen, Speichel, Zahnfleisch blutrot. Schon in den indischen Liebesbüchern wird der Betel oft erwähnt. Das Haschisch ist ein orientalisches Berauschungsmittel von besonderer Wirkung. Es ist das Kraut des indischen Pfeffers, das gepulvert und mit Gummi und Zucker versetzt gekaut wird, während das Harz der Pflanze geraucht wird. Die Wirkung ist eine ausgesprochene Erregung der erotisierten Gehirnzentren, verbunden mit eigentümlichen Fantasien. Sein Genuss ist besonders in Ägypten und den Ländern des Nahen Ostens verbreitet, doch auch in Europa und Amerika sind diesbezügliche Feststellungen gemacht worden. In Südamerika spielt das Coca-Blatt die Rolle von Opium, Betel und so weiter. Es enthält das Alkaloid Kokain, das in der modernen Medizin zur Betäubung der Schleimhäute verwendet wird. Coca-Genuss regt die Nerven an, steigert das Wohlbehagen und schafft das Gefühl größerer Leistungsfähigkeit. Angeblich sollen unter seinem Einfluss körperliche Leistungen, zum Beispiel Dauermärsche, vollbracht werden können, die erstaunlich sind. Weit bedenklicher ist der Genuss des Kokains selbst. Wie kein anderes Rauschgift ist es geeignet, Menschen in eine wohlige Stimmung zu versetzen, ihnen körperliches und seelisches Unbehagen vergessen zu lassen. Es regt an, dabei beruhigt es aber auch. Der Körper gewöhnt sich sehr schnell daran und daher müssen immer größere Dosen genommen werden, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Sobald diese nachlässt, kommt es zu einem jähen Stimmungsabfall, zu Unruhe und allgemeiner Mattigkeit, die nach neuer Belebung verlangt. Der an Kokain gewöhnte Mensch wird haltlos, er verliert jede Willenskraft und vernachlässigt Beruf und Familie. Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüche bringen ihn körperlich herunter und führen zu einer Potenzverringerung, die ihrerseits Eifersuchtsszenen bedingt. Kokain ist ein sehr wirksames Aphrodisiakum. Es regt den Geschlechtstrieb an und stärkt zunächst auch die Leistungsfähigkeit. Schon geringe Dosen vermögen bei Frauen insbesondere erotische Zustände zu erzeugen, in denen sie leicht der Verführung unterliegen, wobei Bewusstseinseintrübungen eintreten können. Wiederholt sind Zahnärzte, die zur Anästhesie Kokain geben, beschuldigt worden, sich den betreffenden Patientinnen unsittlich genähert zu haben, wobei die unsittlichen Handlungen lediglich in der Fantasie der Anästhesierten existierten. Die Wirkung von Kokain kann bei Frauen mitunter so weit gehen, dass diese alle Scham verlieren, ungestüm nach geschlechtlicher Befriedigung verlangen und sich deswegen an beliebige, unbekannte Männer wenden. Es wird berichtet, dass es unter dem Einfluss der Droge sehr schnell zum Orgasmus kommt, der sich sogar öfter wiederholen kann. Nicht nur aus diesen Gründen ist das Kokain in Prostitutionskreisen, in der Halbwelt, bei Artisten und Tänzerinnen sehr beliebt, sondern auch, weil es eine anregende Wirkung und Ausschaltung des Müdigkeitsgefühls und des Schlafbedürfnisses zur Folge hat. Vereinzelt ist die Ansicht vertreten worden, dass Kokain zur Pervertierung des Geschlechtslebens führe, insbesondere auch zur Homosexualität. Dies scheint jedoch nicht zuzutreffen. Soweit es im Kokainrausch zu perversen Handlungen kommt, wird dies auf Beseitigung der moralischen Hemmungen zurückzuführen sein, die das Kokain bewirkt. Und dasselbe wird in den behaupteten Fällen der Pervertierung zur Eigengeschlechtlichkeit der Fall sein, da es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um bisexuelle Naturen gehandelt hat, die auch im Rausch die Hemmungen verloren.
Wir könnten, insbesondere bei Frauen, auch daran denken, dass eine im Kokainrausch gezeigte Tribadie auf Impotenz der anwesenden Männer zurückzuführen ist, die die maßlos erregten Frauen in den Ausweg der lesbischen Liebe treibt, ohne dabei die wahre Sexualpersönlichkeit zu ändern. Die allgemeine Bedeutung des Morphiums, jenes aus dem Opium dargestellten Alkaloides, ist bekannt, sodass wir hier nur seine Bedeutung als Aphrodisiakum streifen wollen. Im Anfangsstadium steigert es die Erregbarkeit, später jedoch bewirkt es ein Nachlassen der Potenz, während der Geschlechtstrieb erhalten bleibt. Bei Frauen kann es dazu führen, dass sogar die Monatsblutungen unregelmäßig werden und ganz ausbleiben, wodurch Schwangerschaft vorgetäuscht werden kann. Diese Impotenzerscheinungen sind heilbar, bedingen jedoch eine Entziehungskur mit all ihren Schwierigkeiten. Auch Morphiumgenuss kann zu scheinbarer Pervertierung führen. So ist in der Literatur ein Fall bekannt, in welchem ein Gymnasialprofessor an manisch-depressiven Stimmungsschwankungen litt und in der Heilanstalt zum Morphinisten wurde. Im Depressionszustand fühlte er homosexuell, hatte eine hohe, oft umschlagende Stimme, bewegte sich weibisch, während er im Exaltationszustand und im Morphiumrausch heterosexuell fühlte, tiefer sprach und männlich wirkte. Es liegt auf der Hand, dass Bisexualität vorlag. Interessant jedoch ist, dass es im Rauschzustand bei beidseitigen Hemmungen also zu heterosexueller Empfindung kam. Ein Beweis, dass beide Veranlagungen fast gleich stark vorhanden waren, wobei die natürliche gehemmt war. Der Genuss von Rauschgiften ist uralt. Sie führen zu einem Rausch, dessen älteste Form der Rausch der Geschlechtserregung ist. Aus diesem Grunde haben wir im Rahmen unserer Darstellung einiges über sie gesagt. Der Wille zu genießen ist so alt wie der Mensch selbst. Er liegt in jedem von uns, beeinflusst unser gesamtes Leben und Treiben. Ihm sind alle bewundernswerten Schöpfungen der Menschen zu verdanken. Und wir könnten sagen, dass nichts entdeckt und nichts erfunden worden wäre, wenn dieser Wunsch sich nicht regte. Nietzsche sagte einmal in seiner Götzendämmerung, damit es eine Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun oder Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich, der Rausch. Der Rausch muss erst die Erregbarkeit der ganzen Maschine gesteigert haben. Eher kommt es zu keiner Kunst. Alle noch so verschieden bedingten Arten des Rausches haben dazu die Kraft. Vor allem der Rausch der Geschlechtserregung, diese älteste und ursprünglichste Form des Rausches. Hierin liegt manche Wahrheit. Doch meinen wir, dass wir in der wahren Liebe ohne jedes Rauschgift dasselbe finden, die Steigerung des Lebensgefühls, die uns erhebt, ohne dass wir dabei von Stimulantien abhängig sind, die Körper und Seele zerstören.